Hallo liebe Curve-Freunde, ich sitze hier vor der O2 World in Berlin, nicht in Hamburg. Ich probiere nämlich gerade die Re-Kamera aus und checke einfach mal ab, wie die Videoqualität ist. Es ist nicht gerade die optimale Lichtsituation, es ist schon hier so 17 Uhr herum und es wird langsam dunkel. Aber trotzdem, so eine Action-Kamera muss es ja auch abkönnen. Und ich denke mal, ich laufe jetzt, nehme die Kamera und laufe mal ein bisschen durch die Gegend, um zu sehen, wie die Videoqualität ist. Das schauen wir uns dann im Nachhinein noch mal ein bisschen genauer an, wenn ich dann in Hamburg im Studio bin. Also, ab jetzt geht es zur Post und wir laufen ein bisschen durch die Gegend. Natürlich kann man das auch sehr schön als sag ich mal, kleines Selfie-Gerätchen nehmen, um dann einfach mal unterwegs ein bisschen was aufzuzeichnen oder um euch ein paar Eindrücke vielleicht von einer Messe und so weiter und so fort mal zu gestatten. Kommt natürlich darauf an, wie die Mikros sind. Normalerweise würde ich nämlich sagen, schließ lieber ein externes Mikro an. Aber bei der Re-Kamera kann man leider kein externes Mikro anschließen. Also müsste man dann wahrscheinlich einen Audio-Recorder anschließen, der extern ist, und das nochmal separat aufzeichnen. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Action-Kamera für, sag ich mal, Normalnutzer gedacht. Und wir laufen einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Gleich bin ich an der Mauer, an der East Side Gallery. Und ich könnte rein theoretisch jetzt mich hier auch in dieses Bild hineinstellen. Der Weitwinkel sollte groß genug sein, um mich vielleicht hier auch in diesem Bild dann festzuhalten. Nicht ganz. Ich passe nicht ganz in den Rahmen rein, obwohl doch, jetzt würde es eigentlich gehen. Aber der Gruß aus Berlin heraus würde nicht funktionieren. Ich laufe jetzt mal ein bisschen weiter. Und jetzt würde man wahrscheinlich die ganzen Verkehrsgeräusche mal hören. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg zur Isle. Und das ist die letzte Ampel, die hier noch ist. Und wir springen einfach rüber auf die Straße. Wir sehen auch der Ort. Optischen Bildstabilisator gibt, glaube ich nicht, denn in den Einstellungen müsste man den Stabilisator einschalten, der dann wahrscheinlich digital ist. So, jetzt bin ich auch schon in der East Side Gallery. Ich habe jetzt mal eine Klappe, das sieht so bescheiden aus, wenn ich hier an der Gallery schaue. Deshalb finde ich mich mal ein bisschen gut. Das ist mal ein kleines Testvideo von der Re-Kamera aus Berlin. Ich bin ja hier direkt vor der East Side Gallery oder besser gesagt auch noch vor dem O2 World. Das sieht man so ein bisschen im Hintergrund. Ja, so sieht man das. Und das ist eben die Einstellung mit dem Ultraweitwinkel. Ja, man kann das Bild auch schon auch besser verengen, sodass da eben halt nicht dieses Fisch Eye-Optik dann immer zum Tragen kommt. Alle weiteren Informationen findet ihr natürlich bei uns in dem Artikel zu der Re-Kamera und dem Test. Und natürlich gibt es auch noch ein Testfazit-Video, das könnt ihr euch auch noch anschauen. Alles natürlich auf curve.de.